Hallo meine liebe Community und guten Abend. Ja, der 24. Dezember ist endlich soweit. Das Jahr ist einfach viel, viel zu schnell vergangen. Trotz Corona und alledem, ja, haben wir es endlich geschafft. Ich habe für euch, wie vermutlich schon gedacht, eine neue Geschichte. Knapp 40 Minuten über den Krampus, das habt ihr euch gewünscht. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Normalerweise bin ich nicht so der Typ für, beziehungsweise ich weiß, dass ihr das nicht mögt, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ihr diesem Video ein Däumchen nach oben gibt, vielleicht auch jetzt, weil es einfach für mich viel Mühe gekostet hat, das quasi so rechtzeitig für euch online zu bringen. Und ja, mehr bleibt auch eigentlich nicht zu sagen. Ich bedanke mich für die wundervolle Zeit, wünsche euch ganz viel Gesundheit, ganz viel Kraft und wirklich schöne, besinnliche und geschenkvolle Weihnachtstage. Und ich denke, dass wir uns dann im Neujahr sehen mit einem neuen Video. Zumindest werde ich das versuchen, auf die Beine zu stellen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Freunden, mit Familie, schöne Tage und nun natürlich, auch mit dem Video, mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichter! Jedes Jahr rund um die Weihnachtsfeiertage scheinen immer magische Dinge zu passieren. Manche Dinge sind wunderbar und freudig, wie Besuche vom Weihnachtsmann oder ein Schneemann, der lebendig wird. Viele Menschen sagen sogar, dass sie den Weihnachtszauber in der Luft oder um sich herum spüren können. Doch manche Dinge sind nicht so freudig. Jedes Jahr um Weihnachten herum steigen die Entführungs-, Mord- und Selbstmordraten drastisch an. Selbst wenn solche schrecklichen Dinge passieren, haben die Menschen oft das Gefühl, obwohl sie es selten zugeben, dass eine Art von Weihnachtsmagie dahinter steckt, auch wenn es eine dunkle Magie ist. Ein Beispiel dafür ist ein Weihnachtsdämon, der als Krampus bekannt ist. Der Krampus ist in Ländern wie Deutschland und der Schweiz dafür bekannt, dass er in der Nacht des heiligen Abends unartige Kinder holt. Hier sind einige Berichte aus dem Jahr 2013. 6. Dezember 2013. Mein Name ist Eric Rockford. Ich bin derzeit 7 Jahre alt, während ich die schreibe. Diesem Tagebuch vertraue ich etwas an, was ich meiner Familie nicht erzählen kann, weil sie mir niemals glauben würden. Mir wird oft gesagt, dass ich für mein Alter sehr klug bin, weil ich Dinge sage und tue, die die meisten Kinder in meinem Alter nicht tun. Aber wenn ich eine seltsame Geschichte erzähle, egal wie sehr ich sie dazu bringe, mir zu glauben, sagen meine Eltern und Geschwister, dass es nur meine Fantasie ist. Heute schaute ich aus meinem Fenster auf die Straße bei unserem Haus und sah einen Mann, der wie ein Schatten mit Hörnern aussah. Seine Augen leuchteten orange und als ich ihn sah, bekam ich große Angst. Er läutete einen Haufen Glocken für irgendetwas, aber ich versuchte einfach, ihn zu ignorieren und zu schlafen. Doch dann hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich ging hinunter, um zu sehen, wer das für Mami und Papi war, aber als ich zur Tür kam, steckte jemand eine Karte durch unseren Briefschlitz und rannte ganz schnell weg. Auf der Karte war ein Bild von einem Monster, das Stierbeine, einen Schwanz und Hörner auf einem gruselig aussehenden Ziegenkopf hatte, der halb menschlich aussah. Ich hatte solche Angst, dass es das Ding auf der Straße war, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich hoffe sehr, dass ich damit falsch liege. Ich habe die Karte meinem Vater gezeigt und er sagte, er sei der Krampus. Unten auf der Karte stand: Grüße von Krampus. Papa sagt, dass der Krampus jedes Jahr an Weihnachten böse Jungs und Mädchen bestraft, während der Weihnachtsmann gute Jungs und Mädchen beschenkt. Jetzt habe ich also nicht mehr so viel Angst. Ich bekomme immer ein Spielzeug an Weihnachten, also muss ich ein gutes Kind sein. Ich habe ihm immer noch nicht von der Sache auf der Straße erzählt. 15. Dezember 2020. Meine Eltern werden den größten Teil des heutigen Abends und den morgigen Weihnachtsmorgens weg sein, wegen irgendeiner blöden Arbeitssache, die sie beide hatten. Normalerweise feiern wir Weihnachten um 18 Uhr, aber wir müssen erst warten, bis Mama und Papa nach Hause kommen. Mama hat Brad, meinem ältesten Bruder, gesagt, dass wir einen Babysitter haben werden, weil sie ihm nicht zutraut, alle 5 von uns allein zu beaufsichtigen.
Meine Mutter ließ Brad oft auf uns aufpassen. Aber wir hatten die letzten paar Male, als wir allein gelassen wurden, eine Menge kaputt gemacht, also sagte Mama, sie würde Rebecca holen, um auf uns aufzupassen. Rebecca kam um 5 Uhr ins Haus. Sie war sehr hübsch und Brad konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Mama und Papa gingen ein paar Minuten, nachdem Rebecca gekommen war. Das war das erste Mal, dass Rebecca auf 6 Kinder gleichzeitig aufgepasst hat und ich glaube nicht, dass sie wusste, worauf sie sich einließ. Meine jüngste Schwester, Molly, die 3 Jahre alt ist, bekam einen Wutanfall, nachdem unsere Eltern gegangen waren. Levi und Garrett, meine jüngeren Zwillingsbrüder, die beide 5 sind, fingen an zu streiten. Brad unterhielt sich die ganze Zeit mit Rebecca und Rachel verbrachte die meiste Zeit der Nacht in ihrem Zimmer. Mama und Papa sagten, dass wir morgen noch Weihnachtsgeschenke bekommen würden, aber wir müssten damit warten, sie zu öffnen, bis sie nach Hause kämen. Wir haben heißen Kakao gemacht, aber die Kakaomaschine ist kaputt, sodass die heiße Schokolade unsere Münder verbrannt hat. Aber wir haben auch Zuckerstangen bekommen. Rebecca begann um 8 Uhr uns ins Bett zu bringen und schaffte es schließlich um 21.30 Uhr. Obwohl sie sichtlich erschöpft und frustriert von uns war, sagte sie uns, dass sie Spaß hatte und dass sie Heiligabend nicht anders verbringen wollte. 24. Dezember 2020. Ich wachte mitten in der Nacht gegen 2 Uhr auf und sah einen purpurnen Mond, der einen schwachroten Schein auf den Winterschnee warf. Ich schaute aus meinem Schlafzimmerfenster und sah ein rotes Objekt, das sich schnell auf unser Haus zubewegte. Es war schwer zu erkennen, aber es sah aus wie ein roter Schlitten, der von Rentieren gezogen wurde. Ich erkannte dies sofort als den Schlitten des Weihnachtsmannes und rannte, um mich auf der Treppe zu verstecken, während ich ängstlich darauf wartete, dass er durch den Schornstein herunterkam. Aus dem Fenster rechts von unserem Kamin sah ich den Schlitten über uns fliegen und hörte viele Hufe auf dem Dach traben. Ich achtete darauf, ganz mucksmäuschenstill zu bleiben. Ich wartete, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, während leise Schritte auf dem Dach über mir widerhallten und sich dem Kamin näherten. Schon bald sah man 2 schwarze Stiefel, dann kam der Rest durch den Kamin mit einem Sack voller Spielzeuge auf dem Rücken. Ohne ein Wort zu sagen, ging er direkt zu unserem Baum, nahm die Geschenke aus seiner Tasche und verstreute sie unter unserem beleuchteten plastischen Tannenbaum. Dann machte er sich über die Milch und die Kekse her, die wir für ihn hingestellt hatten. Ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit den Atem angehalten hatte. Ich konnte nicht glauben, dass ich den echten Weihnachtsmann in meinem eigenen Haus gesehen hatte. Schließlich machte er sich auf den Weg zu unseren Strümpfen und fing an, verschiedenen Schnickschnack und Süßigkeiten in unsere Strümpfe zu stecken, angefangen bei Molly. Als er bei Levi ankam, nahm er einen kleinen schwarzen Stein heraus und beäugte ihn traurig, bevor er ihn in Levis Strumpf legte. Ich brauchte nur eine Sekunde, um zu begreifen, dass er Levi Kohle gegeben hatte. Ich versuchte, mir ein Lachen zu verkneifen, so gut es ging, aber ein kleines Quietschen entkam meinen Lippen. Der Weihnachtsmann drehte sich um und suchte den Raum ab. Ich blieb so still wie immer. Er drehte sich wieder zu den Strümpfen um, diesmal mit dem Rücken zu mir und steckte auch in den Strumpf von Garrett ein Stück Kohle. In den Strumpf von Brad steckte er eine Zuckerstange zusammen mit einem Taschenmesser. Rachel bekam ein neues Telefon und ein paar KitKats. Schließlich ging er zu meinem Strumpf, der immer am weitesten rechts ist. Er fing an, in seinem Sack zu wühlen, während ich mich aufgeregt nach vorne lehnte, um zu sehen, welche Geschenke ich bekommen würde. Der Weihnachtsmann zog ein großes, tiefschwarzes Stück Kohle heraus und stopfte es in meinen Strumpf. Ich fühlte auf einmal eine Welle der Wut, der Traurigkeit und des Bedauerns. Beinahe wäre ich in diesem Moment aufgestanden, um den fröhlichen alten Elf zu beschimpfen, aber als er sich umdrehte, sah ich Tränen in seinen Augen. Er sah aus, als wäre er von ähnlichen Emotionen erfüllt wie ich, als würde er es nicht mögen, bösen Kindern Kohle geben zu müssen. Aus diesem Grund blieb ich still, als der Weihnachtsmann wieder in meinen Schornstein kletterte, in seinen Schlitten stieg und davonflog. Ich schaute aus meinem Fenster im Erdgeschoss, als der Schlitten vom Dach in den schwarzen Abgrund der Nacht flog. Ich saß noch sehr lange still da und überlegte, wie ich im nächsten Jahr ein besseres Kind sein könnte, als ich wieder etwas aus dem Fenster erblickte. Es sah aus wie dieselbe Gestalt, die ich schon einmal gesehen hatte, aber diesmal sah der Schlitten aus, als wäre er schwarz. Ich schrieb das ab, weil es draußen wirklich dunkel war, bis auf den roten Schein des Mondes. Ich fragte mich, warum der Weihnachtsmann zurückkommen würde. Vielleicht war ich ja gar nicht unartig und er war gerade auf dem Weg zurück, um seinen Fehler zu korrigieren.
Meine Gedanken rasten von einem Gedanken zum anderen, während ich begann, mich auf all meine möglichen Weihnachtsgeschenke zu freuen. Ich hatte aufgehört, das Fenster zu beobachten und hatte begonnen, vom nächsten Morgen zu träumen, bis Hufe auf dem Dach meine Gedanken unterbrachen. Diesmal hörte ich ein lautes, schweres Klacken, als er sich dem Schornstein näherte. Asche begann den Schornstein hinunterzufallen und bildete eine Aschewolke um den Kamin, als das, was ich für den Weihnachtsmann hielt, herunterkam und mit einem lauten Klirren landete. Mein letzter Gedanke, bevor ich sah, was als nächstes kam, war: Wie zum Teufel kann das sonst außer mir niemand bemerkt haben? Durch die Wolke aus dicker, schwarzer Asche ragten zwei große Hörner mit roten und weißen Streifen wie bei einer Zuckerstange. Als sich der Staub legte, kam der Rest der Gestalt zum Vorschein. Seine Haut hatte eine blasse, eisig wirkende blaue Farbe. Sein Bart war wie der des Weihnachtsmannes, nur dass er schwarz war. Seine Nase war lang und sein Gesicht sah griesgrämig aus, aber menschlicher als ich dachte. Seine Hörner sahen aus, als würden sie die Decke berühren, wenn er sprang. Sein Körper hatte eine menschliche Form, sah aber tierisch aus. Seine Beine waren verdreht und endeten in Hufen wie die einer Kuh oder eines Bullen. Er hatte einen langen Schwanz. Sein Oberkörper war verkrümmt und alles außer seinem Gesicht und seinen Handflächen war mit Fell bedeckt. Er hatte zerbrochene Ketten um seine Handgelenke und etwas, das aussah wie ein schwerer, roter Weihnachtsschmuck, der mit einer weiteren Kette an seinem Schwanz befestigt war. Seine Ohren waren spitz, ebenso wie seine gelben Zähne. Trotz seines schrecklichen, abartigen Aussehens waren die auffälligsten Dinge an der Kreatur die Glocken, die es trug, und der Sack auf seinem Rücken, an dem der schlaffe Arm eines Kindes hing. Die Geschichten waren wahr, und der Krampus war es auch. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich hatte Schlitten vorbeifahren sehen, magische Rentiere, die über mich hinwegflogen, und ich hatte sogar den Weihnachtsmann selbst gesehen. Aber nichts davon hätte mich auf die Bestie vorbereiten können, die der Krampus ist. Er bewegte sich mit einer solchen Geschwindigkeit durch den Raum, dass ich unvorbereitet war. Dieses Ding sah ohne seine Hörner etwa 2 Meter groß aus, und mit ihnen überragte er alles in unserem großen Haus. Er bahnte sich seinen Weg zum Kamin und nahm die Kohle aus Levi's Strumpf. Er rollte sie einen Moment lang in seinen langen, knochigen Fingern herum. Dann nahm er die Kohle aus Garrett's Strumpf, dann schließlich aus meinem. Er schaute sich die Kohle einen Moment lang genauer an. Ein breites Lächeln mit spitzen, gelben Zähnen strahlte über sein Gesicht. Ungezogene kleine Kinder, hörte ich ihn mit kalter, rauer Stimme sagen. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als er sprach. Ich war sowohl vor Angst als auch vor Ehrfurcht vor der Kreatur gelähmt, die unter mir im Wohnzimmer herumlief. Ich dachte, er würde sich auf den Baum zubewegen, aber er lief daran vorbei und begann den Flur hinunterzugehen in das Zimmer von Levi und Garrett. Ich erinnerte mich an die Dinge, die mein Vater darüber zu sagen pflegte, dass er böse Kinder auspeitscht oder sie mitnimmt. Manchmal isst er sie. Manchmal schüttelt er sie und macht ihnen Angst, damit sie gutartig werden. All diese schrecklichen Gedanken und noch mehr tanzten durch meinen Kopf, als das Monster in das Zimmer der Zwillinge kroch. Ich versuchte mit aller Kraft zu schreien, aber kein Ton wollte meinem Mund entweichen. Die Schreie hatten bereits ihr Zimmer erfüllt. Levi kam schreiend aus seinem Zimmer gerannt und Garrett folgte ihm. Der lange, verdrehte Arm der Kreatur streckte sich aus dem Zimmer, packte Garretts Bein und zog ihn zurück ins Zimmer. Ich stand von meinem Platz auf der Treppe auf und gab Levi ein Zeichen, zu mir zu kommen. Garretts Schreie verstummten. Der Krampus kam allein aus dem Zimmer. Seine Nase schien jetzt kürzer zu sein, sein Gesicht noch mehr verformt. Ich ergriff Levis Hand fest und wir rannten zu Brads Zimmer. Ich hämmerte immer wieder an seine Tür, aber er wollte nicht herauskommen. Ich hätte noch mehr versucht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, aber ich konnte ihn die Treppe hinaufkommen hören, als jeder Huf auf jede Stufe traf. Ich nahm Levi mit in die Waschküche und sagte ihm, er solle sich im Wäschekorb verstecken. Sobald er drinnen war, begann ich, den Wäschekorb herunterzulassen, damit er die Treppe hinuntergehen konnte, ohne dem Monster zu begegnen. Bevor er außer Sichtweite heruntergelassen wurde, sagte ich Levi, er solle die Kakaomaschine anwerfen, denn ich hatte einen Plan. Er nickte, und als er unten ankam, spürte ich, wie der Wäschekorb leichter wurde, als er herauskletterte. Ich hörte die Schritte von Hufen, die lauter wurden und sich der Waschküche näherten.
Ich begann, den Wäschekorb hochzuziehen und kletterte hinein, gerade als die Tür trotz der Schlösser gewaltsam aufgerissen wurde. Das Biest leckte sich mit seiner langen, dünnen Zunge über die Lippen, während es sich langsam meinem zitternden Körper im Inneren des Wäschekorbs näherte. Ich begann, mit mir selbst zu wippen und den Korb zu schaukeln, während Krampus näher und näher kam. Der Korb fiel nicht um, egal wie sehr ich ihn schüttelte, und die Kreatur war schon fast über mir. Ich spürte seinen Atem an mir, als es aufgeregt keuchte und immer weiter kam. Ich erwartete, dass sein Atem so heiß sein würde wie der eines Hundes, aber stattdessen fühlte es sich an wie die kälteste Winterkälte, die meine Haut streichelte. Ich schüttelte den ganzen Korb so heftig wie möglich, bevor er sich endlich rührte. Der Korb fiel um, und ehe ich mich versah, war ich im ersten Stock. Ich kroch aus dem Spross und rannte in die Küche, während der Dämon oben wütete. Als ich in die Küche kam, sah ich keine Spur von meinem kleinen Bruder, aber ich sah, dass die Kakaomaschine an war. Das Stampfen der Kreatur im Obergeschoss ging weiter, aber sie schien nicht in der Nähe der Treppe zu sein, also konzentrierte ich mich darauf, Levi zu finden. Er versteckte sich nicht in irgendwelchen Schränken und er war auch nirgendwo im Wohnzimmer. Ich beschloss, dass er in seinem Zimmer sein könnte, also schlich ich mich langsam, aber stetig dorthin. Das Zimmer der Zwillinge war völlig verwüstet und Levi war nicht da. Es war Blut an der Wand. Mich schauderte es bei dem Gedanken, dass es einmal meinem kleinen Bruder gehörte. Ein kleiner, blutiger Handabdruck war an der Wand neben der Tür verschmiert. Angst war alles, was ich in diesem Moment fühlen konnte. Und Furcht, weil ich mich das ganze Jahr über daneben benommen hatte. Furcht vor dem, was aus meinem kleinen Bruder geworden war. Und Angst vor der Stille, die an die Stelle von Hufgetrappel im Obergeschoss trat. Schnell und leise machte ich mich auf den Weg zurück in die Küche und holte eine große Kaffeekanne mit heißem Kakao heraus. Als ich aus der Küche ins Wohnzimmer trat, hatte ich ein unheilvolles Gefühl des Grauens, als ob ich beobachtet würde. Ich konnte in der Dunkelheit der Nacht kaum etwas sehen und ich konnte unsere Lichtschalter nicht finden. Die einzige Lichtquelle, die ich hatte, war der schwache, unheimliche Schein der Lichter vom Weihnachtsbaum. Als ich alle Eingänge zum Esszimmer abtastete, fiel mir etwas auf, das sich bewegte. Der Kronleuchter hatte zu schwingen begonnen, als hätte ihn etwas angestoßen oder getroffen. Es gab ein leises Klopfen, das das Quietschen des schwingenden Leuchters begleitete. Als ich mich umschaute, um im Schein der Weihnachtsbeleuchtung eine weitere vage Gestalt auszumachen, sah ich, was den Kronleuchter angestoßen hatte. Das Monster kroch an meiner Decke wie eine große, verdrehte Spinne. Seine Arme waren auf quälend aussehende Weise angewinkelt, um sich an der Decke festzuhalten, um mich mit seinen Augen, die wie Feuer brannten, zu beobachten. Ich wollte bei seinem Anblick einfach nur schreien, aber stattdessen hielt ich mich zurück. Ein grausames Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des Raubtiers aus, das sich an mich heranpirschte. Er löste seine Finger von der Decke und landete mit einem donnernden Krachen auf dem Boden vor mir, nur Zentimeter von mir entfernt. Doch das war sein Fehler. Ich schüttete den ganzen Krug mit brennend heißem Kakao auf sein Gesicht und das Biest begann sich sofort vor Schmerzen zu winden. Er bedeckte seine Hände über seinem schnell blasenden Gesicht. Dann nahm er seine Hände von seinem Gesicht, gerade als es zu schmelzen und sich abzulösen begann, wobei die Fleisch- und Blutreste wegschmolzen und seinen schrecklichen Schädel mit den noch in den Höhlen befindlichen Augen zum Vorschein kamen. Er starrte für eine Weile und für einen kurzen Moment war ich glücklich und zufrieden, dass der Krampus tot war, aber dann fing er nur an, ein schreckliches und beunruhigend bösartiges Lachen zu gackern. Es durchbohrte meine Ohren wie Messer und schwebte über mir, um mir so viel Angst einzuflößen, wie es nur konnte. Vor meinen Augen begannen die Muskeln um den Schädel der Kreatur zu wachsen und in Sekunden schneller hatte sich ihr neues Gesicht gebildet. Es sah eher aus wie eine Ziege mit spitzen Zähnen als wie ein Mensch, aber man konnte es immer noch teilweise darin sehen. Der Bart war immer noch so lang wie vorher, aber jetzt sah er auf dem Kopf der dämonischen Bestie fast deplatziert aus. Ich drehte mich um und rannte hinter den Weihnachtsbaum, wobei ich den schlaksigen Armen der Abscheulichkeit auswich, als ich vorbeirannte. Der Krampus kam sofort auf den Baum zu, in der Absicht, mir etwas anzutun. Ich warf den großen Plastiktannenbaum auf das Monster und rannte zurück nach oben, um meinen kleinen Bruder zu finden. Ich schlug gegen die Türen meiner anderen Geschwister, aber niemand wachte auf, egal wie fest ich an ihre Türen hämmerte. Jeder schließt die Türen zu seinen Zimmern ab, wenn wir schlafen gehen, damit wir nicht gestört werden, aber die Türen sind auch schwer und es dringt nicht viel Schall durch sie hindurch. Ich begann so laut wie möglich nach Levi zu rufen, in der Hoffnung, er würde antworten.
Dann erschien Levi im Flur. Wir starrten uns gegenseitig an. Er sah erschrocken und traurig aus. Ich begann auf ihn zuzugehen, als plötzlich mein kleiner Bruder durch die Hörner von Krampus aufgespießt wurde. Sein Körper wurde von der wilden Kreatur in die Höhe gestoßen und herumgewirbelt, während er krampfhaft auf den Hörnern zitterte. Ich habe schon öfters Leute im Fernsehen sterben sehen, aber es im wirklichen Leben zu sehen, ist etwas ganz anderes. Niemand sollte das durchmachen müssen. Mein Bruder hat das nicht verdient. Niemand hat das verdient. Beim Weihnachtsmann und bei Weihnachten geht es um Liebe und Freude. Der Krampus machte Weihnachten zu einem Fest des Hasses und der Vergeltung. Ich sah hilflos zu, wie das Ding den zitternden Körper meines Bruders von seinen Hörnern riss und seinen leblosen Körper in den Sack auf seinem Rücken fallen ließ. Der Dämon begann mit bösartigen Absichten auf mich zuzulaufen. Also schlich ich mich in das leere Zimmer von Mama und Papa und öffnete die oberste rechte Schublade in der Kommode meines Vaters. Ich war nicht groß genug, um zu sehen, wonach ich griff, aber als ich es fühlte, zog ich die Pistole meines Vaters heraus. Ich öffnete die andere Kommode und hatte schon zwei Kugeln in der Pistole, als die Kreatur die Tür aufstieß. Ich schoss zweimal auf es und traf beide Male, aber es ließ sich von den Kugeln nicht beeindrucken. Das laute Geräusch schmerzte eindeutig unsere beiden Ohren. Und während das Monster sich an den Ohren fasste und vor Schmerzen schrie, begann ich schnell zum Fenster zu rennen, bis etwas Langes, Dünnes, Festes und Schleimiges mein rechtes Bein packte und mich zurückzog. Zu meinem Entsetzen schaute ich hinter mich und sah, dass der Krampus seine unglaublich lange Zunge benutzte, um mich in sein Maul voller scharfer, gezackter Zähne zu ziehen. Ich fing an, immer schneller ein- und auszuatmen und geriet in Panik, als ich meinen Fuß dem Maul näherte. Ich hob mein linkes Bein und trat ihm zweimal ins Gesicht, bevor sich seine Zunge endlich löste. Bevor ich Luft holen konnte, hob mich der Krampus auf und begann mich wild zu schütteln. Ich trat ihm ein zweites Mal ins Gesicht, diesmal mit dem rechten Fuß, und er schleuderte mich in den Flur, wo ich anfing zu humpeln. Ich hatte das Ende des Flurs erreicht, als ich einen lauten Knall hörte und kurz darauf ein scharfes Stechen auf meinem Rücken spürte. Ich schaute zurück und sah, dass der Teufel mich mit einer Peitsche geschlagen hatte, wie sie ein Löwenbändiger benutzen würde. Ich spürte die Wärme auf meinem Rücken, als neue Schmerzen einsetzten. Seine langen, kalten Finger legten sich um meinen Rücken und drückten meine Wunden. Er schaute mir direkt in die Augen, bevor er mich hinter sich hochhob und mich in den Sack auf seinem Rücken fallen ließ. Von außen sah der Sack so aus, als ob nur ein paar Kinder hereinpassen würden. Aber das Innere war riesig. Ich fiel in einen Berg von Körpern. Es waren Hunderte oder Tausende von Kindern in diesem einen Sack. Übereinander gestapelt. Nicht alle lebendig. Wo man keine anderen Kinder sehen konnte, die den Boden bildeten, sah man nur Dunkelheit. Von drinnen waren keine Geräusche zu hören. Von draußen eigentlich auch nicht. Die Kinder schrien, murmelten und riefen, bis ihre Kehlen deutlich schmerzten, aber es kamen keine Töne aus ihren Mündern. Jedes Mal, wenn ich dachte, dass die Situation nicht noch schlimmer werden könnte, wurde sie noch viel schlimmer. Ich wartete, um zu entkommen, was sich wie Jahrtausende anfühlte, da immer wieder neue Kinder hinzukamen und sich dem Durcheinander anschlossen, was zeigte, wie viel Zeit eigentlich vergangen war. Schließlich griff der Krampus in den Sack und begann, ein weiteres Kind herauszuziehen. Sein Arm wurde größer, als er in den Sack griff und sich nach einem in Panik geratenen Mädchen ausstreckte. Ich hielt mich an ihrem Bein fest und ließ mich zur Rettung tragen. Als wir aus dem Sack gezogen wurden, ließ ich das Kind los und fiel hinter den Krampus. Er bemerkte nicht, dass ich entkam. Er war zu sehr auf das Mädchen konzentriert. Er schaute das kleine Mädchen eine Sekunde lang an, bevor er mit seinen großen, scharfen Zähnen in ihr Fleisch biss. Ich kannte nicht einmal den Namen des Kindes, bevor die Kreatur sie verschlang, aber ich verdanke ihr mein Leben, weil sie mir geholfen hat, zu entkommen. Ich wich langsam von hinten zurück, als der Krampus eines der Kinder verspeiste. Ich hatte keine Ahnung, wo ich jetzt war, aber es war dunkel und es war kalt. Ich glaube, hier lebte die Kreatur. Nachdem das Monster mit dem Essen fertig war, nahm es eine kleine Holzkiste in die Hand, öffnete den Deckel und spuckte etwas hinein, das hellgrün leuchtete. Dann verließ er den Raum und hinterließ die Überreste des Kindes auf einem großen Tablett und eine rostige Tür für meine Neugierde. Ich öffnete die Tür und sah Dutzende von weiteren Holzkisten. Ich sah auch viele gruselig aussehende Porzellanpuppen und anderes gruseliges Spielzeug. Die Tür hinter mir schloss sich und ich kam in völliger Dunkelheit heraus.
Ich holte mein Handy aus der Tasche und benutzte es, um meinen Weg zu beleuchten. Ich ging an einem Jack-in-the-Box mit einem gruseligen Gesicht und an einer Babypuppe vorbei, die verwelkt und alt aussah. Ich fand auch eine Sackpuppe, die wie ein gruseliges, verrottendes Skelett aussah. Ich dachte, es wäre wie der ausgemusterte Spielzeugladen des Weihnachtsmanns, bis ich das Wort Außenseiter in roter Farbe neben einem Clown mit einem Totenkopf, blauen Augen in den Augenhöhlen und großen fleischigen Händen fand. Ich hatte schreckliche Angst, dass jemand andere schon einmal in diesem Raum gefangen war. Ich hörte das Huschen und winzige Schritte von anderen Spielzeugen von überall her. Ich fing die Puppen- und Lebkuchenmänner auf, die ihre Köpfe drehten, während ich an den Wänden entlang lief und versuchte, eine andere Tür zu finden. Dann fand ich eine weitere Nachricht an der Wand. Warum können wir nicht sterben? War von etwas in die Wand geritzt worden. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass diese Nacht zu Ende ging. Als ich die Tür gefunden hatte, stürzte ich sofort auf sie zu, wurde aber von einem Spielzeugsoldaten mit realistischen Verbrennungen auf der Hälfte seines Gesichts gestoppt. Ich kickte den winzigen Plastikklumpen weg und näherte mich der Tür, als ein deformiertes Babypuppengebiss aus der Dunkelheit auftauchte und seine Zähne in meinem Bein versenkte. Ich spürte eine Woge des Schmerzes und fiel zu Boden. Wütend schlug ich wiederholt auf den Kopf der Puppe ein, bis sie ihre winzigen Zähne aus meinem Fleisch löste. Die Porzellangrausamkeit huschte davon, während andere schreckliche Spielzeuge in der Dunkelheit um mich herum tanzten. Mehr und mehr von ihnen tauchten immer wieder auf und kamen aus den Kisten, wie die, in die Krampus das glühende Ding gespuckt hatte. Die Spielzeuge begannen Worte zu murmeln, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Das Gemurmel wurde lauter und lauter, bis ich einige ihrer Worte verstand. Fühle unseren Schmerz. Er tötet uns, aber nicht ganz. Er verschlang mich und spuckte meine Seele in eine Puppe. Tötet uns. Lasst uns sterben. Die Dinge, die sie sagten, waren gelinde gesagt furchtbar. Ich stand auf und machte mich auf den Weg zur Tür, als die Puppen noch mehr obszöne Dinge zu mir sagten. Wir werden dich bei lebendigem Leib fressen, so wie er uns gefressen hat. Ich werde dir die Augen rausreißen. Obwohl sie weiter skandierten, kam keine von ihnen mehr auf mich zu, als ich mich in dem dunklen Raum bewegte. Ich sah ein kleines Spielzeugskelett in Weihnachtsmannkleidung mit einem Bart vorbeiziehen. Eine Marionette mit vielen Nägeln, die aus ihrem hölzernen Kopf ragten, war an der Decke aufgehängt, bewegte sich und rang mit ihren Schnüren. Ich entdeckte einen Hocker, der zu einer Werkbank hochgezogen war, auf der Werkzeuge und ein Teddybär lagen. Der Teddybär hatte echte Bärenkrallen, die aus seinen Pfoten ragten, und echte menschliche Zähne in seinem Mund. Ich schlussfolgerte, dass dies der verrückte Spielzeugladen von dem Krampus war und beschloss zu gehen, bevor es zu spät war. Ich ging an der Bank vorbei zur Tür und begann an der rostigen Metallklinke zu ziehen. Die Tür war extrem schwer, aber sie bewegte sich langsam und begann sich zu öffnen, als ich mit aller Kraft zurückzog. Licht begann den Raum zu erhellen und die Außenseiter flüchteten in den Schatten, um das Licht zu vermeiden. Ich rannte aus dem dunklen Raum, schloss die Tür hinter mir und lehnte mich für eine Weile daran, um mich zu orientieren. Ich sah mich in dem einzigen anderen Raum an diesem Ort um, der mir vertraut war. Ich ging an dem langen Tisch vorbei, an dem das Monster das namenlose Mädchen verspeist hatte, und versuchte nicht daran zu denken. Ich versuchte an etwas zu denken, an irgendetwas, das mich von den Schrecken ablenkte, die ich in der ahnungslosesten und glücklichsten Zeit des Jahres miterlebt hatte. Ich ging zu einer offenen Tür und steckte meinen Kopf nur halb hinein, um den Raum zu überblicken. Sie führte in einen großen Raum, in dem verschiedene Peitschen, Sägen und diverse andere Foltergeräte standen. Ich ging hinein und hielt mich an der Wand fest. Ich entdeckte drei dunkle Holztüren inmitten der Dunkelheit und der Betonwände. Ich fand auch ein Fenster. Der Schnee draußen fiel so langsam. Zwei Türen befanden sich an einer großen Wand, gegenüber dem Fenster, und die andere war an der Wand rechts vom Fenster. Ich versuchte es zuerst an einer der Türen an der langen Wand, hatte mich aber vorher für die Tür rechts vom Fenster entschieden, weil ich dachte, sie würde mich näher zu einer Tür nach draußen führen. Die Wände waren mit Regalen gesäumt, und die Regale waren mit höllischen Masken bestückt. Einige hatten Hörner, einige hatten lange Schlangenzungen, die heraushingen. Einige hatten Zähne, einige hatten Hautflecken und einige hatten Geweihe. Eine war ein verdrahteter Schädel mit Geweih, und die Geweihe hatten brennende Kerzen auf ihnen.
Es war so seltsam. Der Raum war so groß, dass die andere Tür in denselben Raum führte. Ich ging, ohne die Tür zu bewegen, aus Angst, dass das Schließen der schweren Tür Lärm verursachen und die Kreatur zu mir führen würde. Ich ging seitlich an der Wand entlang, um die Geräte zu umgehen, direkt zur einzigen Tür, die mir blieb. Ich öffnete die Tür langsam und mit Bedacht. Das Erste, was mir in dem Raum auffiel, war ein seltsamer Baum, der wie ein umgedrehter lila Weihnachtsbaum aussah. Der Stamm war unten, aber die Tannen und Äste sahen verkehrt herum aus. Der Baum war mit roten und grünen Lichtern geschmückt und kleinen Knochen. Es gab ein weiteres Fenster in diesem Raum, aber es war auf der gleichen Seite wie das letzte. Es gab auch eine offene Tür, die zu einem Flur mit zwei Wegen führte, und zwei Schilder beschrifteten die Richtungen. Auf dem rechten stand Überwachungsraum und auf dem linken Stallungen. Ich ging zu den Stählen und dachte, ich könnte vielleicht ein Rentier finden, mit dem ich von dort wegfliegen könnte. Im Nachhinein scheint das ein dummer Plan gewesen zu sein. Ich öffnete die Stalltür und sofort drangen furchtbare Gerüche in meine Nasenlöcher. Auch der Boden war mit Frost bedeckt. An der Wand rechts waren 8 Stähle aufgereiht, aus denen jeweils dämonische Rentierköpfe ragten. Unter jedem Kopf befanden sich die Türen zu den einzelnen Stählen, an denen jeweils Anhänger mit Namen angebracht waren. Ich las die Namen laut vor, als ich die Reihe abwärts ging. Jeder Hirsch war auf seine Weise grotesk. Ein oder zwei hatten entblößte Schädel. Jeder hatte gezackte Zähne, einige hatten Mähnen und andere hatten getrocknetes Blut auf ihrem Fell. Ihre Augen waren glühend rot. Slasher, sagte ich, als ich an dem ersten vorbeiging. Zorniger, Gorgone, Fäulnis, Zyklop. Dem Zyklopen fehlte ein Auge. Tollwut, Gonne. Das letzte monströse Rentier sah aus wie ein höllischer Rudolf. Auf seinem Kopf züngelten Flammen, die von der knorrigen Schnauze bis zur Rückseite seiner Mähne tanzten. Ich beschloss, dass sein Reiten nicht in Frage kam und begann nach einem Ausgang zu suchen. Mir wurde klar, dass die einzige Tür zum Raum die war, durch die ich gekommen war. Ich sah mich im ganzen Raum nach einem anderen Ausweg um und sah den Grund für die Kälte. Der obere Teil der einen Wand fehlte und führte nach draußen, aber sie war viel zu hoch, um sie zu erreichen. Der Raum war, wie alle anderen, auch groß. Eine Wand war mit Monitoren bedeckt. Der unterste, mittlere Monitor ragte mehr heraus als die anderen und hatte darunter eine Tastatur. Ein Stuhl war ebenfalls dort. Auf jedem Bildschirm waren verschiedene Kinder zu sehen. Einige in einem schrecklichen Zustand, andere kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Ich hörte keinen Ton von den Monitoren, aber ich bemerkte, dass ich ein tickendes Geräusch hörte. Auf einer Uhr über der Tür, durch die ich hereinkam, stand 5.45 Uhr. Der Weihnachtstag bei mir zu Hause begann erst um 6 Uhr. In die Wand gegenüber den Monitoren waren viele Namen eingekratzt. Ich fragte mich, ob der Name des toten Mädchens auch in die Wand geritzt wurde. Rechts neben den Monitoren war eine Tür, auf der Exit stand, aber auf dem Computer stand Name suchen. Ich setzte mich in den großen Stuhl und tippte Garrett Rockford ein. Ein Nussknacker mit zwei Körpern, die seitlich am Kopf befestigt waren, erschien. Jeder Körper schien zu versuchen, sich von dem anderen loszureißen. Sein Gesicht sah aus, als hätte er Schmerzen und hatte die gleiche Augenfarbe wie Levi und Garrett. Ich schlug Levi Rockford nach und das Gleiche tauchte auf. Ich war für einen Moment wie erstarrt. Tränen füllten meine Augen und liefen mir über die Wangen. Das Ticken der Uhr schien sich in ein Klirren zu verwandeln, während ich schluchzte. Ich weinte mehr, als ich jemals zuvor geweint hatte. Ich weinte so stark, dass ich das Klingeln überhörte. Dann wurde der Stuhl, auf dem ich saß, herumgedreht und ich stand dem Krampus Auge in Auge gegenüber. Er sah bedrohlich und heimtückisch unheimlich aus. Seine Hörner waren teilweise mit Blut bedeckt, seine langen Finger sahen scharf aus und seine Augen brannten wie nie zuvor. Ungezogener kleiner Junge, sagte er grausam und spöttisch. Er leckte mit seiner unglaublich langen Zunge über mein Gesicht, dann begann er sie um meine Kehle zu wickeln. Er fing an, mich mit seiner Zunge zu würgen. Ich gurgelte, hustete und kämpfte, was fast nichts brachte.
Ich begann mich schwächer und schwächer zu fühlen, während sich mein Kopf erhitzte und meine Lunge nach Luft schrie. Dann wusste ich, wenn ich nicht etwas tun würde, würde ich sterben. Ich schlug ihm mit aller Kraft ins Gesicht und warf ihn nur einen kurzen Moment zurück, als seine Zunge in den Mund zurückschnellte. Ich nutzte die Zeit und rannte in Richtung Ausgang. Ich spürte, wie der Boden direkt hinter mir bebte, als schwere Hufe den Boden in ihrem Gefolge heftig erschütterten. Und ich spürte den kühlen Atem der Kreatur in meinem Nacken. Sofort stieß ich die Tür auf und rannte in die eisige Kälte, während mein Verfolger hinter mir war. Ich rannte, bis ich knietief im Schnee stand und mich eine schlaksige Hand zurückzog. Der dunkle Himmel erhellte sich langsam, als die Sonne am unteren Horizont auftauchte. Der Krampus hörte auf, mich zu zehren. Er ließ mich fallen und starrte kurz in die aufgehende Sonne. »Ich komme dich wiederholen«, sagte er, während er mein Bein fallen ließ und sich in sein Versteck zurückzog, während ich im Schnee lag. Eine silhouettierte Gestalt kam aus der Ferne. Ich schloss meine Augen für gefühlte Sekunden. Aber als ich meine Augen wieder öffnete, stand die Sonne höher am Himmel und eine Gestalt war näher gekommen. Ich konnte erkennen, dass er Rot trug. Dann wurde ich wieder ohnmächtig. Ich öffnete wieder meine Augen und sah eine ausgestreckte Hand mit einem schwarzen Fäustling darauf. Sie gehörte einem dicken, bärtigen Mann mit einem albernen Hut. Santa? Kind, lass uns dich nach Hause bringen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das Aufwachen in meinem Bett zu Hause. Levi und Garrett wurden mitten in der Nacht entführt, erfuhr ich von Rebecca, Brad und Molly, die bereits unsere Eltern und die Polizei informiert hatten. Ich habe versucht, ihnen zu erzählen, was wirklich passiert ist, aber niemand glaubte mir. Sie wurden nur wütend, wenn ich versuchte, es ihnen zu erklären. Also habe ich es aufgegeben.